Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzter Herr Bundesminister, Hohes Haus. Herr Bundesminister, ich darf noch einmal auf den vorletzten Tagesordnungspunkt zurückkommen, weil Sie gemeint haben, die Raumluftreiniger, das wäre ein Konzept, das also doch nicht so funktioniert. Herr Bundesminister, es geht uns nicht nur darum, dass wir diese Luftreiniger einsetzen, sondern es ist ein Gesamtkonzept, auch mit Trennwänden, auch mit Hygieneregeln und so weiter. Und dieses Konzept, wie gesagt, wurde erprobt. Ich würde Sie einfach bitten, das im Gesamten zu sehen und zu betrachten und nicht nur diese Raumluftreiniger. Ich darf aber zum Antrag kommen, zu unserem Antrag. Weil gerade in diesen Zeiten, in Zeiten einer Pandemie, ist es so, dass sich also wirklich Schwächen im Bildungssystem gezeigt haben, dass Schwächen aufgetreten sind, vor allem auch im Hinblick auf das Dienstrecht. Und deshalb haben wir auch den Antrag gestellt, das Dienstrecht vor allem im Lehrerbereich zu ändern. Es geht darum, es geht um die Ausbildung vor allem und auch um die zusätzliche Anstellung von Lehrkräften. Die Definition der pädagogischen Voraussetzungen sollen hier geschaffen werden. Ausbildungs- und Fortbildungserfordernisse sollen geregelt werden. Für uns ist es wichtig, dass wir Übertrittsmöglichkeiten für Lehrer schaffen, dass die besser werden. Und es ist wichtig für uns, dass wir mehr Möglichkeiten und Erleichterungen für Quereinsteiger und für Rückkehrer in den Lehrerberuf haben. Es ist deswegen auch wichtig, und ich darf hier ein Beispiel bringen, Herr Bundesminister, erst vor wenigen Wochen war ein Zeitungsartikel zu lesen, die Überschrift lautete: Eklatanter Lehrermangel im Innviertel, Schulen retten sich mit Sonderverträgen. Und da ist es im Artikel darum gegangen, dass in etlichen Volks- und neuen Mittelschulen Studenten mit Sonderverträgen eingesetzt wurden, weil das Lehrpersonal einfach nicht mehr in der ausreichenden Zahl vorhanden war. Es ist grundsätzlich auch für uns eine Frage, wie geht man mit der Ausbildung der Lehrer um? Denn heute ist es so, wenn Sie Lehrer werden wollen, dann haben Sie ein achtsemestriges, ein vierjähriges Studium an einer pädagogischen Hochschule zu absolvieren, dann haben Sie einen Bachelor, und dann können Sie zwar unterrichten, aber wenn Sie eine Fixanstellung wollen, dann müssen Sie noch mit einem Master sozusagen eins draufgeben, und dann haben Sie 6 Jahre mehr oder weniger studiert, für das, dass Sie am Ende des Tages dann als Lehrer unterrichten können, 1.800 Euro netto verdienen. Und das sind keine Anreize für junge Leute, Herr Bundesminister, weil da wird jeder dann irgendwann einmal sagen, na, da mache ich gleich Medizin, da mache ich Jus, brauche ich auch nicht länger und habe bessere Zukunftsaussichten, als ich das als Lehrer habe. Das ist dieser Antrag, den wir eingebracht haben, der ist uns wichtig. Ich bitte Sie, diesen Antrag zu unterstützen. Es wäre eine wichtige und notwendige Verbesserung im Bereich des Lehrerdienstrechts. Nächste Rede ist die Frau Abgeordnete.